hallo liebe YouTuber, hallo liebe Fans, das ist jetzt das nächste Video zu dem Fahrradwohnwagen. Ihr seht mich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr mich seht, weil meine Kamera ist leider das Display kaputt. Ich muss jetzt, kann jetzt nur hoffen, dass der Tonwesen halbwegs gut aufgenommen wird. Den Rest mache ich gleich mit der Actioncam. Neue Kamera ist schon bestellt. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen entgraten. Ich habe extra nochmal eine Feile gekauft, weil ich hatte bisher keine, weil ich nie eine gebraucht habe. Danach werden noch ein paar Winkel und so weiter von außen aufgebracht, damit das Ganze noch etwas stabiler wird. Das mache ich dann alles gleich mit dem Akkuschrauber. Das dauert aber noch ein bisschen und dann gucke ich mal, wie weit ich komme. Ob ich heute schon anfange mit Versiegeln, dass ich vielleicht schon für die Seiten, für diese Seite und für die andere Seite schon mal die Doppelstegplatten zurechtzuschneiden. Aber das probiere ich erstmal ohne Kamera aus, weil ich habe noch nie in meinem Leben Doppelstegplatten geschnitten. Und ich will erstmal gucken, ob ich da, wie ich das hinkriege. Vielleicht muss ich auch noch Werkzeug holen dafür. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ja, das wäre es erstmal dazu. Ihr seht ja, ich musste ein bisschen umdisponieren, weil ich den Anhänger nicht aus dem Keller kriege. Ich werde jetzt ein bisschen was anders bauen. Er wird jetzt so eine Art, ja, wie soll ich es erklären? Ich zeige euch das dann mal kurz. Ich hoffe, man kann das dann gleich erkennen. Mal kurz die Kamera einrichten. Ja, so geht's. Und zwar, das wird das Hinterteil sein. Hier irgendwo in dem Bereich oder in dem Bereich werden die Räder nachher sein. Das muss ich nochmal ausmessen. Halt, stopp. Die Räder werden hier oder hier, ja genau, irgendwo sein. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall wird das so eine Art Ziehharmonika. Das ist der richtige Korpus. Und das andere Stück wird hier reingeschoben. Das hört sich komisch an, aber es geht leider nicht anders, weil ich den Anhänger sonst aus dem Keller kriege. Und draußen bauen kann ich vergessen, weil es ist immer noch am Regnen und die Gefahr, dass mir hier was geklaut wird, ist einfach zu groß. Weil ich leider keine Garage habe. Es wäre schön, wenn ich jetzt eine Garage hätte, dann könnte ich den nachher so rausfahren und gut ist. Aber so muss ich jetzt hier weiter bauen und muss das Ganze ein bisschen umdenken. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich meine, ihr habt das sowieso, ihr müsst ja sowieso auch das hören, was ich hier mache. Aber ich hoffe, dass das klappt, wie ich mir das jetzt vorstelle. Weil, so wie ich es vorher geplant hatte, wäre es alles ganz gut und schön gewesen, auch mit den Platten und so weiter innen drin zum Liegen. Aber das kann ich leider so nicht machen, da muss ich mal etwas Neues einfallen lassen. Ich hoffe, ihr bleibt schön am Ball und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video.